Ja, hallo, 16. Juni, 14 Uhr. Es geht nun um den alternativen YouTube-Klon BitCute. Als allererstes, ich weise da jetzt immer wieder mal drauf hin, auf meine essentiellen Informationen für den Widerstand, die auf meiner Truth-Connection-Seite liegen. Link gibt es in der Videobeschreibung. Bitte mal reinschauen, weil wenn ihr frei werden wollt oder Verbesserungen haben wollt. Bis dahin, bis das weitergeht und eben, das erklärt sich alles auf der Seite, warum es im Moment stockt, werde ich hier weiter aufdecken. Und zwar die ganzen alternativen Vollidioten, also Vollidioten nicht, die alternativen Verstaatlichten. Und ich meine Verstaatlichten, Verfirmten. Verstaatlichten haben wir ja noch nicht, ne? Also alle die eben nicht frei und alternativ berichten, sondern im System sind, also systemgesteuerte. Wie, und ich erwähne das jetzt, bevor ihr jetzt ausflippt, Video kommt noch, wie ein Attila Hildmann vollkommen systemgesteuert ist. Ihr werdet das nicht glauben. Die sind ja nicht blöde, wie sie das machen. Sie machen das so, dass auch Studierte darauf reinfallen. Ja, und ich zeige euch das. Ich werde euch das zeigen. Macht euch mal keine Gedanken. Genauso wie ich das jetzt mittlerweile ganz klar sagen kann, dass, also einmal 2010, Joe Konrad fragte mal, ob er mich kennt. Ja, das sind die Leute, die alle systemgesteuert mich nicht interviewen dürfen. Ja, die das wollten, aber dann eben gesagt bekommen haben, nein. Ja. Oder ein Oliver Janisch, der ganz sicher weiß, wer ich bin, dem ich zigmal angeschrieben habe, markiert habe und so weiter, auf seinem Kanal gepostet und so. Ist auch egal, ich weiß es. Ja, der ganz klar, nur keinen Kontakt. Ich habe das auch in meinen Videos erwähnt, ich werde ja nicht verlinkt und so weiter. Alles das werde ich weiter veröffentlichen, wenn ich Zeit und ich muss hier, ich bin im Auto, ja, ich werde gejagt. Ja, ich nicht wie ein Attila Hildmann mit seinem Leben bedroht. Entschuldigung, dem sein Online-Shop läuft besser denn je. Aber dazu komme ich, wie gesagt, im anderen Video. Und ich beweise es. Aber hier beweise ich jetzt erst einmal, wie BitCute, was ja logisch ist, wie BitCute Stasi ist. Ja? Und wenn ich Stasi sage, ich wiederhole das mal wieder für die Leute, die vielleicht das erste Mal zuschauen. Stasi V3.0 ist natürlich eine höhere Version, bedeutet in meinem, ist ein Begriff, ja, bedeutet die Geheimdienste verbunden weltweit. Ja? Es ist nicht die Stasi in der DDR, sie wurde halt eben aufgearbeitet und perfektioniert. Ja? Steht alles auf meinen Webseiten drauf. Okay, also dass die YouTube-Clones natürlich nicht freier sind als YouTube, wie seid ihr drauf? Ist doch logisch, ja? So, und dieser BitCute-Kanal, der wird propagiert. Ich gehe jetzt erstmal auf meinen Kanal, also auf hier. Ich bin nicht eingeloggt, ja? Ich bin aber nicht über Proxys. Eigentlich müssen sie sogar wissen, dass das meine IP-Adresse ist, aber egal, die sind halt nicht. Ja, gut, es ist halt kein Google, ne? Die Google, die verarschen dann noch besser. So, und hier seht ihr auf der linken Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Videos, ja? Also, ich habe da nicht viel abgeloadet. Ihr seht, ich habe getestet schon am 30. August. Da seht ihr auch die Views, ohne dass ich die irgendwie veröffentlicht habe. Alle ziemlich gleich, 134, 136, außer der hier hat 404. Aber wie gesagt, habt da nichts Großartiges gepusht oder so. Und dann seht ihr auch, das war alles 2019, diese drei ersten Videos, einfach nur ein Upload, um zu testen, ja. Wie gesagt, nicht gepusht oder gepostet. Dann, jetzt im Mai, also jetzt eben im Monat vorher oder so, ja, da habe ich mir gedacht, komm, das wird von YouTube gelöscht. Das ist ein Video, wo die Bullen halt eben wieder mit mehreren jemanden zusammenwichsen, ja. Und das wurde von YouTube gelöscht, da habe ich mir gedacht, okay, machst du es auf BitCute drauf und mal testen halt, ja, das habe ich gemacht, ich habe es auch auf Facebook abgeloadet, das ist ganz kurz das Video, also man sieht hier, also ich komme gleich zu, dann haben wir noch hier die Banner wurde gelöscht, ja, und dann habe ich noch ein paar andere Sachen, aber ihr seht, das sind alles von den gesehenen 42, 44, 44, 42, 50, alles gleich, ja. Und die vorigen vom letzten Jahr sind mehr, ohne dass ich, wie gesagt, gepusht habe. Jetzt gehen wir aber erst einmal, bevor wir den Oberhammer hier raushängen lassen oder zeigen, was hier los ist, gehen wir doch erst einmal, seht ihr ja, das ist mein Video, Beate Bahner. Wenn ihr das genauer anguckt, seht ihr, dass das Bild da drin viereckig ist. Ich habe da die Kanten abgeflacht, das sieht man. Und hier unten seht ihr ein paar bunte Striche, das ist ja.
von der Sprachaufnahme habe ich halt das so dabei gemacht. Und das seht ihr auf dem Titelbild schon. Nur, ja, und es ist 44 Mal gesehen worden. Und jetzt checken wir das doch einfach mal, wenn wir den Titel, also ich nehme jetzt einfach mal Beate Bahner verhaftet, das reicht schon. Wenn ich das eingebe, müsste dieses Video gefunden werden. Ist ja klar, ja. So, jetzt gehen wir doch mal, ich gehe jetzt hier auf den Ding, das habe ich nämlich schon gemacht, aber ich mache jetzt erstmal das Ganze. So, Beate Bahner verhaftet. Ja, also es ist nicht, dass es jetzt heißt, ja, damit ihr oben seht. Also, so, und dann seht ihr, dass bei Beate Bahner verhaftet nichts Großartiges kommt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinger. Und der Konrad ist auch immer dabei, frage ich mich warum, wenn da gar nichts von Beate Bahner steht, ja. Das nur so nebenbei. Aber hier sehen wir halt, das einzige Bild, was ähnlich ist, ist das hier, aber das ist natürlich nicht meins. Man sieht auch 140 Views, außerdem habe ich ein kleineres Bild und eben die bunten Balken. Es ist nicht dabei. Die Leute, die sich ein bisschen auskennen, ein bisschen intelligenter sind oder eben sich mit Suchmaschinen und so weiter auskennen, die wissen natürlich, je mehr Suchwörter ich eingebe, desto geringer werden die Ergebnisse. Also nehmen wir ein Suchwort weg und nehmen das verhaftet mal weg und nur Beate Bahner, umso mehr Suchergebnisse kommen dann natürlich. Und dann seht ihr, hier sind es 8 Seiten. Ich kann es vorwegnehmen. Mein Video wird nicht gefunden, ja. Das ist also dieselbe Methodik. Und hier schon wieder Joe Conrad, Barnas, ja, da ist zwar erstmal, aber hier ist nichts mit drin. Komisch. Naja, egal. Das ist noch so nebenbei. Es werde also nicht gefunden. Ich gehe hier alle durch. Könnt ihr gerne gucken. Also ich mache es langsam, damit es nicht heißt, ich hätte hier zu schnell gemacht, ein extra und was weiß ich nicht. Ja, es wird nicht gefunden. Ist also eine Zensur natürlich, was meine mich betrifft, ja. Was, wie ich das ja auch bewiesen habe bei Suchmaschinen von Google und so weiter, ich werde halt isoliert, ja, darum geht es, ja. Und wie gesagt, hier ist nichts dabei, ja, von mir. Das ist es. Und jetzt sind wir auf der Seite 6. Ist nichts dabei. Wie gesagt, ich habe das ja vorher schon mal eben getestet, bevor ich das Video mache. Ja, damit ich, dass es auch sicher ist, dass ich hier keine Scheiße erzähle, ja. So, und hier ist wieder so ein ähnliches Bild, ist aber auch nicht von mir, 25 Views, und ihr seht es ja, ist ja viel kleiner meins, und eben die Dinger. So, ist nicht dabei, das ist jetzt mal dazu. Also Zensur, ganz klar, und es geht um meine, um mich, ja, ich will nicht sagen meine Person, weil, ja, ich bin ja keine Person, also um mich. Dasselbe, jetzt, was nicht dasselbe, jetzt kommt der Oberhammer. Dieses Video hier, das ist das erste, was ich dieses Jahr, also ja, nach diesem Vortesten vom letzten Jahr, abgeloadet habe, was bei YouTube gesperrt wurde. Das ist ein ganz kurzes Video, wo ein Bulle einfach voll aggressiv wieder einen verprügeln will, aber noch zu blöde dafür ist und dann seine Kollegen ihm helfen und da alle auf einen gehen, ja. Das wurde bei YouTube gesperrt, wie so viele Videos bei YouTube von mir gesperrt werden, die sowieso nicht gefunden werden, ja, über die Suchmaschine oder meistens nicht. So. Und dieses Video ist kurz. Und man sieht hier schon, 1 Stunde, 4 Minuten. Sorry, so ein langes Video habe ich hier sicherlich nicht abgeloadet. Und wenn ich hier Video abgeloadet habe, gibt es das Video schon auf YouTube oder sonst wo, ja. Und jetzt passt mal auf, was passiert, wenn ich da draufklicke, was uns da angezeigt wird. Denn es sollten eigentlich prügelnde Bullen sein. The world is too small, our wisdom too limited. Irgendein Schrott-Clinton-Dreck, ja, der ganz sicherlich nicht von mir ist. Von über einer Stunde Müll wird hier angezeigt bei einem Video, was eigentlich schlagende Bullen zeigen müsste, ja? Die schlagenden Bullen verschwinden, wie auch beim Attila Hildmann. Das zeige ich euch dann, wenn das Attila Hildmann Video kommt. Müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Also, hier das ist, erstmal ist es kriminell, weil sie, diffamieren mich ja in dem Moment, in dem sie so tun, als ob ich so ein Video abgeloadet hätte. So einen Schrott würde ich nicht uploaden. Ich habe es mir gar nicht angeguckt. Ich weiß gar nicht, wie hoch der Schrott, wie schrottgradig das überhaupt ist. Ich habe auch Schrott, ja, aber von Qualität oder sonst was. Aber das hier würde ich nicht uploaden, schon gar nicht in Englisch. Und ich habe auch Videos in Englisch, muss ich mal vorsichtig sein, was ich sage, ja. Aber das ist sehr, sehr selten. Und wie gesagt, da ist dann meist auch ein Untertitel bei oder sonst was.
Dies hier ist ganz 1000 Millionen % nicht von mir. Sie diffamieren mich, meinen Kanal, indem sie so tun, als ob ich dieses ab... Sie betreiben Mind Control, indem sie natürlich hier komische Videos pushen, dass ihr die seht, ja. Und gut. Also, das ist, wie gesagt, BitCute ist Stasi, absolut Stasi, was logisch ist. Es gibt auch Telegram. Telegram, ja, können wir, da dürfen wir. Nein, Scheißdreck dürft ihr. Sie bündeln euch nur. Das Internet ist Militär und es gehört den Logen. Mann, wie schwer ist das zu verstehen? Darknet. Darknet ist Militär. Natürlich gibt es da Waffen, natürlich gibt es da alles Mögliche, um euch zu bündeln. Und natürlich lassen die... Die ganze Überwachung ist so scharf, dass es gar keine Kriminalität geben würde auf dieser Erde. Aber seit drei, sagen wir mal 30 Jahren wurde die Überwachung vervielfacht. Warum geht die Kriminalitätsrate zum Beispiel in der BRD nicht zurück? Ja, weil die Richter davon leben, weil die Bullen davon leben, weil das die Kriminellen sind. Zum Beispiel. Genauso, sie wissen, dass das Fernsehen für einen ganzen großen Bevölkerungsteil einfach nur noch nicht mehr das, der Punkt ist. Dass also vielmehr das Internet nutzen. Und deshalb kontrollieren sie eben auf diese Art das Internet. Moment, ich muss mal gerade eine kleine Pause machen, weil ich hier irgendwie den Hals dicht habe. Ja, und verarschen euch. Und die ganzen Alternativen verarschen euch mit. Weil sie eben nur bedingt alternativ sind. Das ist Alternativ V3.0, das ist Stasi. Ja, sie decken, die decken den Internetbedarf ab, damit ihr alle schön bekloppt bleibt. Die erzählen euch, und ich werde das mit dem Attila Hildmann-Video, was kommen wird, klar aufzeigen, was sie dort tun. Lasst euch überraschen. Hasst mich nicht vorher, nur weil ihr denkt, der Attila Hildmann ist nun der Atatürk oder was. Ja, wahrscheinlich. Ich muss echt lachen. Mamma mia, was geht ab? Ihr schnallt das alle nicht. Aber es ist fast alle. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Wenn ich was globalisiere, die Ausnahme bestätigt die Regel. Also, BitCute ist absolut Stasi, zensiert auf andere Art und Weise, indem sie sich einfach nicht finden lassen oder indem sie seine Videos austauschen. Das dazu, also wisst ihr, Alternativ V3.0, ja, das ist Stasi, absolute Geheimdienst und Co. Ich wünsche euch was und seid gespannt auf das Outen des Attila Hildmann, was kommen wird von mir. Ciao, ciao.